Und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. Wir gehen rein in unsere Welt. So, wir hatten ja in der letzten Folge unser Dach fertiggestellt und brauchen jetzt noch ein bisschen Clay. Clay haben wir ja geholt. Wir brauchen jetzt allerdings Brennstoff. Ich glaube, wir haben noch ja, gerade mal 6 Eimer. Ich müsste das hier eigentlich mal wirklich erweitern, dass wir mehr Lava bekommen. Also nützt nichts. Wir holzen mal das hier ab. Genau. Minecraft-Musik. So. Schön. Wir holzen nämlich mal die Bäumchen hier weg. Warum ist das jetzt auf einmal so laut? Meine Güte. Kann mich auch täuschen. So, next. So, schön. Kann das nämlich jetzt erstmal decayen. Dann brauchen wir ein bisschen Baumaterialien in Form von Dripstone, ja, wollte ich sagen, Deep Slate. Haben wir noch was? Müssen wir erstmal die Teile suchen. Die Dripstones hier. Wo habe ich die versteckt? Die Dripstones. Wir brauchen eindeutig mehr Lava. Hier haben wir 23. Schön. Habe ich noch irgendwo Deep Slate oder müsste man noch ein bisschen was farmen gehen? Das sieht noch gut aus. Aber wenn wir das ja eh abbauen, geht das ja auch. So. Deep Slate Tiles. Das Gute ist, das brauche ich nicht mal die Dripstones hier unten dran eigentlich. Das langt ja auch die anderen. Wie viel machen wir denn da? Machen wir 12 auf jede Seite, haben wir 24. Ja, so denke ich mal, so werden wir es machen. Da haben wir ein bisschen immer garantiert Lava. Das ist ja wie viel hoch? 4 hoch, glaube ich. Genau. Wir könnten halt auch Slabs dann auf die Decke machen. 1, 2, 3. Und obendrauf Slabs. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, ja gut, das brauchen wir nicht zählen. Oder hatte ich da? Nee, da ist ja... Genau, ist sogar ein Muster noch eins höher. Weil dann kommt nämlich hier der Boden rein. Und hier oben drauf kommt dann die Lava rein. Genau so ist das ja. Aber wir haben nicht so viel Deep Slate mehr, also müssen wir noch was holen. Oh ja, kriegen wir hin. In irgendeiner Kiste werde ich doch bestimmt noch ein bisschen Deep Slate haben. Da. Sonst hätte man nämlich nochmal rüber gemusst zur XP-Farm hier zur mit XR mit hier den Spawner. Die Zombie-XP-Farm.
So. Dann bauen wir da drüben mal alles ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Schön, also die brauchen wir ja nicht. So, das ist immer sogar schon wieder voll gepackt bis oben hin. Gut, wir haben ja auch die Cauldrons gleich mitgenommen. Da müssen wir noch ein paar mehr machen. Gut, dass wir hier ein bisschen Eisen haben. So, 19, wir brauchen aber nochmal ein paar. Machen wir so. Jetzt haben wir genau. Erst machen wir das zu Blöcken und dann kommt das wieder weg. Das und das und das. Da haben wir quasi mal unsere Lava-Produktion mal ein bisschen gesteigert. Ja, jetzt am Anfang müssen wir das eh noch ein bisschen immer. Dann erstmal wieder nachfüllen. Na. So. Stimmt, ich muss ja erstmal wieder hier hochkommen. So, eins, zwei, drei, fünf. Wir haben ja glücklicherweise noch drüben ein bisschen Lava. So, dann kommt nämlich das dann auch dann rüber und das bauen wir dann ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, elf. So, dann wird hier jetzt erstmal Lava produziert. Da haben wir schon mal eine drastische Erhöhung. So, brauchen wir die Kiste und dann bauen wir das da drüben auch gleich noch ab. Bett habe ich auch mit. Warum habe ich da drüben eine Kiste stehen, hängen? Weiß ich jetzt auch nicht. Hier steht auch noch ein Crafting Table. Uiuiui. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall noch gut ausleuchten. Kriegen wir aber alles. Und eigentlich wollte ich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das ja aufnehme, noch Subsistence aufnehmen, aber irgendwie kam dann die Lust doch wieder auf Minecraft. So, mal kurz schlafen, damit hier nichts brummt. Jetzt am Anfang. Ja, jetzt am Anfang, wir sind fast Tag 200. 199. Schön. So, da kommen hier unsere Lama-Eimer dann rein. Das, sobald man halt die oben voll haben, geht es ja besser. So. Genau, da haben wir das. Kürbisse müsste man eigentlich auch anpflanzen. Eigentlich wollte ich ja so einen Essenstower machen, aber eigentlich habe ich so viele Baustellen hier.
Da kommt man noch nicht so voran. So, also wir müssten ja eigentlich das erstmal brennen. Wir haben ja jetzt, da brauchen wir 12 mal 8 Kohle. Habe ich so viel noch überhaupt da? Da war noch hohe Kohle. Sonst müssen wir mal ein bisschen was Holzmäßiges brennen. Nö. Ich glaube, wir haben auch einiges getradet, deswegen. So, wir können es noch mal probieren. 8. Ja, machen wir es so erstmal. Dann schauen wir halt, dass wir ein bisschen Holzkohle uns organisieren. Dass, wenn die dann durchgebraten sind, wir das dann haben. So, das geht ja jetzt hier gut voran. So, da haben wir erstmal das. Lava wird ja jetzt hier weiter produziert. Es ist wieder eine da. Schön. Vervollständigen wir schon mal die erste Reihe. So. Genau. Dann Melonen mal ernten wieder. So, im Grunde genommen, wir haben jetzt noch eine extreme Großbaustelle. Das ist der Tunnel, der die verbindet hier. Das andere ist ja dann unsere Handelsstation. Ah, das kriegt man ja auch noch Stück für Stück hin. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen Holzkohle machen. So, so und so, dann packen wir die erstmal hier rein. Danach machen wir den Stack zu Holzkohle. Eigentlich müsste ich hier mal langsam anfangen, dass hier die Kisten wegkommen. Das müsste man dann hochholen. Das können wir ja schon mal machen. Dass unser Verzauberungsraum jetzt oben ist. Dass wir dann jetzt anfangen, mal die Kisten zu sortieren unten. Wir haben ja Leder haben wir ja unten, dass wir die Frames machen können. Dass wir hier mal umsortieren, was hier Zapplings sind. Dass wir wirklich eine reine Zapplingkiste machen, dann eine Holzkiste oder drei Holzkisten, wo wir halt ein bisschen so die Holztypen drin haben. Holz, Bretter, Zäune. So, ich warte bloß noch, dass das hier durch ist, dass wir die anderen hinbringen können, dass wir hier mal ein bisschen Platz bekommen. In der Zwischenzeit können wir ja mal hier das Eisen nochmal durchknüppeln. Aus 7 macht 17. So. Gut. Weil das ist nämlich auch ein kleiner Dorn im Auge, das ganze Zeit, dass das dort steht. So, da können wir nämlich das jetzt hier aufbauen.
Genau, dann kommt jetzt hier in die Mitte der Verzauberungstisch. So, haben jetzt natürlich nichts zum Verzaubern an sich mal mit. Aber da haben wir das schon mal. Da haben wir den Verzauberungsraum schon mal drinnen. Wir machen jetzt mal eine Kiste für Verkaufssachen. Dass wir da zum Beispiel mal die Melonen bloß reinlegen. Also wie zum Beispiel Rotten Flesh, Melonen. Hier haben wir eine Steinkiste. Hier haben wir noch ein Bücherregal. Hier habe ich noch was für einen Nether, für die Goldfarm. Ah, schlimm. Die müssten wir eigentlich in den Müll werfen. Super, geht's natürlich wieder nicht. Lass mich erstmal einen kleinen improvisierten Mülleimer machen. Dass man da mal ein paar Sachen immer reinwerfen könnte, wie zum Beispiel hier halt die das geht nicht. Früher gab es ja nur diese normalen Trapdoors von Oak. Und seitdem ja die ganzen anderen Trapdoors dazugekommen sind, geht das ja nicht mehr. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich nichts von mir und von meinen wichtigen Sachen hier reinhaue. Ja, das kann dann mal weg. So. Hier machen wir auch mal die Emeralds rein. Schon haben wir hier ein bisschen mehr Ordnung. Goldener Helm. Was war mit dem Helm? Der ist verzaubert. Protection. Gut, dann bleibt der. Das können wir für die Rüstung behalten. Da brauchen wir auch bloß eine Chainplatte. Das Horn. Machen wir mal einen Fass für die ganzen. Oh, nee, warte mal, es gab doch jetzt diese Lernbookshelves. Oder gab es die erst ab der 1.21? Da, Chiseled Bookshelves. Ah, okay. Also, dass man nämlich die verzauberten Bücher mal oben hinbringen können. Kann ich ja gleich mal mitnehmen hier. Dass wir die mal oben alle einen Platz haben, weil das immer das mit den ganzen Kisten, das hier oben, das geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Da haben wir nämlich hier unsere. Ah, es gehen bloß 6 Bücher.
Okay, ist aber nicht schlimm. Sechs Bücher ist besser als gar nichts. Aber da haben wir jetzt schon mal in der Folge schon mal angefangen, Ordnung zu machen. Jetzt haben wir Tag 200, haben die Ordnung noch nicht geschafft, das ist klar. Aber jeder Schritt hilft, also sag ich das mal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss.